Wusstest du, das sind über 74% deiner Lebensmittel, die du im Supermarkt kaufen kannst, tatsächlich Zuckerzusätze drin sind? Wenn du also das nächste Mal in den Supermarkt gehst und du nimmst ein Lebensmittel aus dem Regal, dann solltest du dir die Zutaten mal genauer anschauen. Die Zutaten werden dort absteigend der Menge nach quasi aufgelistet. Das heißt, das, was als erstes drin ist, davon ist auch am meisten drin. Tatsächlich ist es so aber, dass tatsächlich nur 200 Zutaten überhaupt deklariert werden müssen. Wenn also einer dieser Zuckerzusatzstoffe gleich hinter den ersten 5 Zutaten drin ist, kannst du davon ausgehen, dass da echt eine massive Menge drin ist. Und das hat einfach eine massive Auswirkung auch auf deinen Blutzuckerspiegel und dementsprechend auch auf den Insulinspiegel. Und wir wissen alle, abnehmen fällt damit echt schwer. Die Herausforderung besteht jetzt tatsächlich darin, den Zucker zu erkennen, denn die Hersteller lassen sich immer wieder neue Namen einfallen. Ein ausschlaggebender Punkt sind auch die Nährwertangaben, also schau da auf jeden Fall mal drauf, denn das kann dir schon mal ein bisschen Hilfestellung geben. Und hier achtest du mal das Verhältnis zwischen Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Und jetzt kommt deine Faustformel. Das Verhältnis liegt hier bei 5:1. Also pro 5 Gramm Kohlenhydrate sollte mindestens 1 Gramm Ballaststoffe drin sein. Und wenn du wissen willst, wo du jetzt noch die Ballaststoffe herbekommst, dann gebe ich dir kurz einen Tipp. Leinsamen, grüne Erbsen, Kichererbsen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie diese ganzen Zuckernamen heißen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das kommt im nächsten Video. Und für alle anderen Fragen nutzt den Link oben im Profil und schick mir einfach direkt eine WhatsApp durch.